Wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, wann immer Sie auch dieses wunderbare Videotutorial, schauen wir mal, ob es so wunderbar wird, zum Thema umreiche Dokumente bearbeiten sehen. Ja, Sie sehen schon, ich befinde mich hier oben jetzt nach dem Abstract, habe hier einen Abschnittswechsel durchgeführt, bin jetzt auf der Seite 3 über Einleitung. Ich möchte jetzt nämlich ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Sie können solche Inhaltsverzeichnisse nämlich ganz, ganz einfach einfügen. Sie brauchen dazu nicht das, wie vorher das der Autor gemacht hat, abtippen, sondern das Ganze geht mit einem Klick dazu. Verwenden Sie die Registerkarte Verweise. Und wenn Sie nun schon wie vorher überall die richtigen Formatvorlagen zugewiesen haben bei den Überschriften, brauchen Sie jetzt nur mehr auf Inhaltsverzeichnis klicken, also in der Gruppe Inhaltsverzeichnis auf die Befehlsschaltfläche und dann wählen Sie ein Inhaltsverzeichnis, das Ihnen zusagt, oder Sie wählen hier unten Inhaltsverzeichnis einfügen, kommen noch zum Dialogfenster Inhaltsverzeichnis, auch im Register Inhaltsverzeichnis, können hier noch die Füllzeichen bestimmen, paar Änderungen durchführen, wie es aussehen soll, klassisch zum Beispiel oder elegant. Und dann können Sie hier noch ein bisschen anpassen. Ja, wenn Sie sagen, das passt für Sie, wie viele Eben wollen Sie anzeigen? 3, 2, 1, 4, je nachdem, wie viele Überschriften Sie auch verwenden. Ja, in der Webvorschau können Sie dann auch hier gleich mit Hyperlinks arbeiten und so weiter. Und jetzt klicken Sie einfach auf OK. Und Sie sehen schon, ein Inhaltsverzeichnis wurde eingefügt. Das Tolle ist, dieses Inhaltsverzeichnis wird nicht nur automatisch eingefügt. Sie können jetzt auch, dieses Inhaltsverzeichnis wird auch automatisch angepasst. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie noch Text hinzufügen würde, verschiebt sich die Überschrift 2.2 auf die Seite 7. Im Inhaltsverzeichnis wird sie noch als Seite 6 erkennbar sein. Ja, 2.2. Jetzt brauche ich nur mehr einen Rechtsklick draufsetzen und über Felder aktualisieren komme ich zum Dialogfenster Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Will ich nur die Seitenzahl aktualisieren oder das gesamte Verzeichnis? Also wenn Sie auch Überschriften geändert haben oder so. Sie bestätigen mit OK und alle Zahlen bis unten werden geändert. Genauso einfach wäre das auch bei der Gliederung und so weiter und so fort. Ja. Inhaltsverzeichnis einfügen geht ganz, ganz einfach und Sie haben jetzt hier den Abstract, dann das Inhaltsverzeichnis und dann startet es mit Einleitung. Das heißt, so einfach geht's. Viel Spaß beim Nachmachen und hoffentlich bis bald.